Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Community-Ausgabe. Wir schreiben Samstag, es ist der 18. März und ich hoffe, ihr schaut es nicht direkt, sondern ihr seid draußen, denn zumindest hier in der Hauptstadt in Berlin kehrt der Frühling ein. Es ist wunderschön. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch in den Abendstunden trotzdem ein bisschen zum Lesen kommt, aber den Tag draußen nutzt oder vielleicht auch draußen ein bisschen lest. Auch das könnte bald hier schon möglich sein bei diesen Temperaturen. Es freut mich sehr. Und ich möchte die Chance nutzen, ein ganz kleines bisschen auf Themen einzugehen, die mir im Moment wichtig sind, die in den aktuellen Ausgaben zu kurz kommen. Zum Lesefrühling möchte ich natürlich auch vorstellen, was als nächstes ansteht, worauf ihr euch freuen könnt und warum und weshalb wir dies und das machen. Als erstes mal ein Thema, was mich vielleicht nicht ganz so freut. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben zwei neue Formate, die wir machen. Einmal bespreche ich mit Mandy Autorinnen und einmal mit Lena Krimis in unserem Krimi-Plausch. Und leider jetzt im aktuellen Video mit Mandy, in dem sie mir ihre Bücher vorstellt, unter anderem Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Ich habe gesehen, dass das echt einige lesen und einige kennen, ich natürlich nicht. Aber sie hat es mir schon ausgeliehen. Ich bin sehr gespannt, wird bei mir auf jeden Fall gelesen werden. Das Problem ist, meine Kamera hat einen leichten Wackelkontakt und ich habe hier immer Probleme. Ich habe es jetzt trotzdem wieder genommen, die alte Kamera. Die neue Kamera, die ich mir geholt habe, von einer Qualitätsmarke, die eigentlich sehr gut sein soll, ist gar nichts. Also die ist einfach nicht so lichtstark und die nervt mich total. Der Sound ist eine Katastrophe. Ich müsste dann mein externes Mikro anschließen. Also ich habe gerade hier rumgebastelt. Das ist auch wieder nichts geworden. Jetzt habe ich leider zwei Ausgaben mit dir aufgenommen und der Ton ist ziemlich bescheiden. Ich entschuldige mich sehr dafür. Ich weiß ja gerade, die Tina erklärte immer auf unserem Kanal, wie wichtig ihr der Ton ist. Und mir selber ist er auch total wichtig. Und leider nimmt das auch so ein bisschen die Atmosphäre aus den Gesprächen, die Mandy und ich da hatten, finde ich sehr, sehr schade. Und ich hoffe, das wird in Zukunft nicht mehr passieren. Und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben mit ihr, denn es macht mir sehr viel Spaß, unser neues Format. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem schauen, auch gerade so technische Sachen. Schreibt sie immer in die Kommentare rein. Und dann weiß ich, was okay ist und was nicht okay ist. Also gerne im Video, in dem Mandy vorstellt. Und in der nächsten Woche geht's weiter. Da werde ich zwei Werke vorstellen und zwei besonders schöne Werke. Aber ich kann leider sagen, ich muss verraten, es ist ja nicht ganz live. Aber wir haben schon aufgenommen und auch da habe ich die blöde andere Kamera noch genommen. Ärgerlich. Aber in den Formaten mit Lena im Krimi-Plausch, da hatte ich diese Kamera hier. Und da hat das Ganze gut funktioniert. Ach übrigens, also wenn irgendjemand eine gute Webcam weiß, die zuverlässig ist, gescheit lichtstark und auch einen gescheiten Sound aufnehmen kann, bitte sagt es mir. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt es mir in die Kommentare rein oder wie auch immer. Ich bin wirklich dankbar für Hinweise, weil die andere, die werde ich jetzt zurückgehen lassen. So, genau. Wir haben zwei Romane, die ich jetzt der Lena vorgestellt habe. In der ersten Runde hatte sie vorgestellt und auch da habe ich schon reagiert, denn da gab es Alex Bär unter Wölfen. Ich habe mir jetzt von Alex Bär geholt, Der zweite Reiter. Noch nicht gelesen, aber das wird in Zukunft auch kommen. Und das ist auch ein 1920er Roman, spielt in Österreich. Und ich kann euch nur die aktuelle Krimi-Folge empfehlen, weil ich bin sehr stolz auf sie. Also man soll sich ja selber nicht so hochloben, aber ich fand, das war eine gelungene Ausgabe, sehr gelungene Ausgabe und die Lena hat so on point ihre Fragen gestellt und ich konnte dann plaudern über Susanne Goga, Leo Berlin und über Christoph Weigold, Der Mann, der nicht mitspielt. Das war ja ein Buch, was mich besonders angetan hat. Ihr seht schon, es ist nicht gerade dünn. Das hätte mir ja Valandi geschenkt und das habe ich hier in der Krimi-Buchhandlung in Kreuzberg bekommen. Beides tolle Werke und über beide spreche ich in der aktuellen Ausgabe vom Krimi-Plausch ausgiebig. Also schaut mal gerne rein, ich verlinke es euch natürlich auch. So, genau, weiterhin bin ich am Lesen, also 1920er Krimis, da geht's jetzt weiter und klar, Alex Bär, bin ich jetzt mal gespannt, wie es in Österreich so aussieht. Das heißt, ich habe einen deutschen 20er Krimi schon gelesen, ich habe einen, der in Amerika stattfindet, aber auch von deutschen Autoren ist
Und dann bin ich natürlich bei Volker Kutscher weiter dran. Der nächste Roman, der ansteht, von ihm, sind Märzgefallene. Das ist der fünfte Gerion-Rath-Roman. Und wir machen dann irgendwann mal die ganze Reihe einfach weg. Also Lena und ich haben da schon ein bisschen gequatscht. Sie hatte auch Bock drauf und wir müssen natürlich dann noch mal ein bisschen reinschauen, aber die ganze Reihe direkt in einem Abwasch, also pro Buch natürlich eine Folge und dann werden wir auch ein bisschen die Bücher miteinander vergleichen. Aber das ist das, was ich mir so vorstelle. Also, es kommen einige Krimis, seid gespannt darauf. Ein Werk, was auch ja, Art Kriminalfall ist, aber ja. Ja, eigentlich wollte ich ja immer blutigen Herbst machen und im Frühling ein bisschen positivere Bücher, aber ihr werdet sehen, was noch kommt. Ich stelle euch wirklich heute einiges vor. Das ist auch alles, ja, recht hart. Unter anderem hart finde ich auch Bret Easton Ellis. Wer kennt denn schon seinen neuen Roman The Shards? Dieses Jahr erst herausgekommen und ihr seht, ordentlich Holz. Das Ganze hat insgesamt 736 Seiten. Ich habe es gelesen, also nee, ich habe es noch nicht gelesen. Also ich bin, na, wie ihr seht hier, noch nicht so sonderlich weit, aber ich habe es angefangen zu lesen, weil ich zu einer Veranstaltung gegangen bin hier in Berlin vom literarischen Trio. Das hat natürlich mein Interesse geweckt. Ich habe das entdeckt auf YouTube bei die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt. Und der war auch zu Gast im literarischen Trio und hat selber Bret Easton Ellis als Werk mit reingebracht. Die hatten drei Werke, über die sie gesprochen haben. Das heißt, drei Personen. Jeder hat ein Werk mitgebracht. Und dann gab es noch drei Empfehlungen am Ende. Also sechs Bücher im Endeffekt, über die gesprochen wurde. Von den Büchern, die mit in der Runde drin waren, fand ich irgendwie Bret Easton Ellis am spannendsten. Ich habe damals Under Zero, unter Null in der Uni gelesen, in Amerikanistik. Hat mir nicht ganz so zugesagt, ließ sich aber ganz gut lesen. Und der Style geht jetzt auch ein bisschen in The Shards rein. American Psycho ist wahrscheinlich das Buch, was die meisten kennen werden. Ja, ob ich den auch noch lesen muss, weiß ich nicht. Aber ich würde sehr gerne auch The Shards für euch besprechen. Ihr könnt mal sagen, ob euch das interessiert oder nicht. Es ist ein sehr interessantes Buch, vor allen Dingen mit einer unglaublich spannenden Erzählerperspektive. Und ja, es ist eine Art Thriller, Kriminalroman, aber auch ein bisschen abgefahrener. Ja, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ich habe es sogar schon Secondhand gekriegt, abgefahrenerweise in einer Buchhandlung hier in Berlin, in Prenzlauer Berg. Und ja, da passt es einfach. Ich habe es mir direkt mal mitgenommen. Ein Kollege von mir liest es gerade auch. Vielleicht wird der es mit mir besprechen. Das wäre wunderbar. Wir kommen bald. Genau, jetzt habe ich mal so die Kriminalfälle durchgemacht. Eine Sache, die mir diese Woche noch aufgefallen ist, ich habe mir ein bisschen die Highlights von der Oscar-Verleihung angeschaut und vier Oscars sind ja sozusagen nach Deutschland gegangen. Also ich glaube, es waren vier, an das Team von Im Westen nichts Neues, die auf Netflix den Klassiker der amerikanisch-deutschen Literatur, wie man es sehen will, ist ja in zwei Sprachen erschienen, von Erich Maria Remarque heraus ja, umgesetzt haben. Im Westen nichts Neues, der Roman, der lag jetzt auch schon einige Zeit hier und ich dachte mir immer, will ich den lesen, will ich den jetzt nicht lesen? Naja, und jetzt nach diesem Oscar-Erfolg habe ich mir gedacht, komm ey, jetzt nimmst du das mal als Anlass und liest es durch. Ich habe es schon durch und ich habe schon die Verfilmung angefangen. Das heißt, ich denke, dass ich heute Abend den Film zu Ende schauen werde, die zweite Hälfte. Ist harte Kost, also ich finde es auch hart, abends zu schauen. Aber ich würde es echt gerne für euch besprechen. Sagt mal, ob ihr es interessant findet, aber vielleicht mache ich morgen Abend mal eine Einzelbesprechung vom Im Westen nichts Neues und gehe direkt auch mal auf die Verfilmung ein, weil ich es unglaublich spannend finde. Ich denke nicht, dass ich einen Gesprächspartner so kurzfristig finde. Das heißt, wäre absolute Ausnahme, dass ich mein Buch alleine bespreche. Ja, sag mal, ob es für euch interessant ist. Genau. Ach, übrigens geholt habe ich schon nach der ganzen Diskussion rund um Novellen. Theodor Fontane unterm Birnbaum liegt jetzt auch hier. Anaconda Verlag. Auch eine hübsche Ausgabe.
Und ja, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Hatte Harald unter anderem empfohlen und auch einige von euch. Vielen Dank dafür. Soll ja auch ein Kriminalfall sein und ein sehr früher Kriminalfall. Ist ja schon recht alt. Schau mal, von wann die Originalausgabe ist. 1888. Ja. Sehr cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Unterm Birnbaum kommt dann auch irgendwann. Ich war auch in Sauerland bei meiner Familie. Ich komme ja ursprünglich aus dem Sauerland, mitten im Sauerland. Und da lag was rum auf dem Boden oben. Karl May Winnetou. Ganz alte Ausgabe. Ist ja groß in die Kritik gekommen im vergangenen Jahr. Ja, ich würde es tatsächlich auch mal gerne lesen. Also, ja, vielleicht. Nur, dass ihr es wisst, was hier so für Optionen herumstehen. Genau, dann kommen wir wieder zu was Handfesten. Nächste Woche gemacht wird auf jeden Fall Lessons in Chemistry von Bonnie Garmisch. Habe ich schon Bescheid gesagt. Aktueller Bestseller. Ewig lang schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und wir werden es jetzt besprechen. Übernächste Woche, genau. Übernächste Woche, also kommt die Ausgabe raus. Seid sehr gespannt drauf. Ja, interessantes Buch. Ich habe es auf Englisch gelesen. Und man kann es natürlich auch auf Deutsch lesen, aber das hier ist auch eine ganz schicke Ausgabe. Recht groß gedruckt. Ich hatte das, glaube ich, auch ziemlich schnell durch. Ja. Jetzt noch mal ein bisschen, ist jetzt bei mir ein bisschen her. Ich werde noch ein bisschen drin stöbern. Und dann besprechen wir das in der Viererrunde. Da freue ich mich sehr darauf, endlich wieder eine Viererrunde zu haben. Joyce ist dabei. Dann die Mandy ist dabei, mit der ich die Autorinnen mache. Hier ist es auch eine Autorin. Sie liest gerade dran, ist hoffentlich rechtzeitig fertig. Und Anne ist dabei, die auch ganz neu bei uns in die Runde reinkommt. Seid gespannt. Wir werden sicherlich eine spannende Besprechung machen. Ich glaube, das wird eine schöne Runde, mit der wir Bonnie Garmisch besprechen. So, dann haben wir in der Community eine Umfrage gemacht, will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben gefragt, wie wichtig sind euch denn sympathische Protagonisten? Es ging da vor allen Dingen um The Picture of Dorian Gray. Wir haben das besprochen und haben dann darüber geredet, dem einen ist es wichtiger, dem anderen ist es nicht so wichtig. Manche brauchen das, um dran zu bleiben. Manche mögen es gerade besonders in die Abgründe der menschlichen Seele hineinzuschauen bei absoluten Kotzbrocken. Ja, ich fand es auch interessant, eure Ergebnisse zu sehen. 10% von euch haben gesagt, es ist mir sehr wichtig. Ich brauche definitiv die Identifikation mit einem Protagonisten, ansonsten wird das nichts. 29% waren dann aber direkt der gegenteiligen Meinung und haben gesagt, ich brauche das gar nicht. Ganz im Gegenteil, Unsympathen sind mir besonders sympathisch und das spricht mich mehr an. Die Hälfte hat gesagt, knapp, also 48%, das kommt bei mir darauf an, wie das Ganze gemacht wird. Das kommt vielleicht auch aufs Genre an oder andere Faktoren. Wer das hier unter dem Video gerne nochmal ausführen möchte, was denn das für andere Faktoren sind und welchen Genres das für euch in Ordnung ist, tut euch keinen Zwang an. Ich finde, das ist eine interessante Diskussion, gerne mehr dazu. Und 13% haben sich nie Gedanken darüber gemacht. Sehr viele Gedanken darüber gemacht hat sich die Tina. Die hat im Community-Bereich nochmal zugeschrieben und auch bei The Picture of Dorian Gray. Ist ja ein super laufendes Video. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne rein. Freut mich sehr, dass die Klassikerbesprechungen so gut bei euch ankommen. Ach ja, apropos gut ankommen. Ich bedanke mich auch sehr, dass die YouTube-Overview, die Community-Ausgabe, in der ich über andere YouTube-Kanäle gesprochen habe, schon fast 1000 Views hat. Also, nein, naja, fast 1000, aber jetzt nach recht kurzer Zeit doch schon ja, so ziemlich 900 oder sowas. Ich glaube, wir haben mittlerweile 5 Videos, die auch deutlich über 1000 liegen. Und wir haben das erste Video, was jetzt auch die 2000 geknackt hat. Ah, das Café am Rande der Welt. Ich verstehe es ja immer noch nicht ganz, aber ja, Valandi war goldrichtig mit seinem Riecher, dass er gesagt hat, das müssen wir besprechen. Das lesen Leute. Und es ist so. Und auch Achtsam Morden
steigt immer weiter. Also es freut uns natürlich auch, wenn alte Ausgaben von uns immer weiter gesehen werden und wir da so schöne Zahlen haben, weil wir einfach sehen, ja, viele Leute schauen sich das noch an und das scheint ja dann auch einen gewissen Wert zu haben, was wir euch liefern, dass es dann doch auch so viele interessiert. Ja, das soll es größtenteils gewesen sein. Ich schaue mich gerade um, was hier noch so rumfliegt an Büchern. Vielleicht mache ich, also ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr das ganz spannend findet oder nicht, wenn ich solche Ausgaben mache zu den, ja, vielleicht so einmal im Quartal. Was steht denn so als nächstes an? Was wollen wir lesen? Viererbesprechungen haben wir jetzt noch keine weiteren Fix, ansonsten würde ich das euch schon verraten. Ich weiß, dass wir liebäugeln auch so ein bisschen mit Jugendbüchern. Hier steht ja auch immer noch die rote Zora hinten. Aber stehen auch noch einige andere Sachen parat. Also genau, ihr könnt euch jetzt erstmal auf Im Westen nichts Neues freuen. Wenn ich das dann morgen hinkriege, ich gehe fest davon aus, dann Lessons in Chemistry, eine Frage der Chemie, kommt auf jeden Fall als nächstes. Dann werde ich zwei Bücher der Mandy vorstellen, zwei weibliche Autorinnen, die mich total geflasht haben, zwei Werke, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, also seid gespannt, das kommt jetzt in der nächsten Woche. Dann schauen wir einfach mal, wie es weiterläuft. Wenn ihr Empfehlungen habt für uns, was ihr gerne hören möchtet, dann postet es einfach in die Kommentare. In diesem Sinne sage ich erstmal ein schönes Wochenende, halte es heute ein bisschen kürzer, denn morgen kommt ja dann noch eine weitere Ausgabe und ich sage bis dann, adios, auf Wiedersehen.